Hallihallöchen und herzlich willkommen zu 7 Days to Die, eine neue schöne Folge mit dem Crazy Freak als Freiheitsstatue und ja. Dem lieben Onkel. Ja, hallöchen. Popöchen. So, ja, da gucke ich nämlich gerade drauf. Sehr schön. So, wir suchen weiterhin ein Häusle. Ja. Ein Häusele. Da hinten ist gerade ein Abwurfdings gewesen, aber das interessiert uns jetzt mal nicht. Das ist mal uninteressant, weil wir brauchen erstmal Unterschlupf. Ich versuche dir hinterher zu laufen, Also zwischen Ost und Südosten, mal merken, dass es dort ist in der Nähe. Zwischen Ost und Südost. Okay. Also gehen du merkst wir mal dir so das Richtung, und wir suchen die goldene Mitte weiter. Gehen wir mal so Richtung Nordwest, Nord, so die Dreh. Oder? Ich folge einfach dem schönen. Wenn da hinterher. Ja, ich kann ja dir folgen. Dann sehen wir wenigstens Frauen hintern. Also hier haben wir wieder. Hier haben wir einen Weg. Dieser Weg, Feld der wird so steinig sein. Was? Ja, lauf mal. Au, oh, ich bin voll kaktus gelatscht, scheiße. Was? Du bist in den Kacke gelatscht? Ach, in den Kaktus. Ah, da steht ein Kaktus. Ich verstanden, ich bin vorhin die Kacke gelatscht. Das kann doch aber nicht kann nur dir passieren. So. Kann aber nicht wahr sein, dass wir nichts finden. Das sein, oder? Huch. Kann man das Auto auseinandernehmen? Ist mein Legato abgekackt. Nee, ne? Oder? Boah, jetzt zeig ich wieder da. Kann sein, dass ich den Anfang wegschnibbeln muss, wahrscheinlich. Mal sehen. Ja, schneid mich einfach raus. Passt schon. Nehmt ihr jetzt echt das Auto auseinander? Klar. Und was hast du davon? Benzin. Richtig. Okay. Vielleicht auch Eisen. Nehm mal die Axt und den klopp ich mit drauf. Genau, klopp mal drauf. Ich guck da weiter nach Hause. So, pass auf, gleich Auto weg. Problem, wir sind jetzt, glaube ich, hier wieder in einem Wüstenbiom, was natürlich auch wieder scheiße heiß ist. Dück, 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 dück. 99 Grad. Und ich brauche unbedingt Antibiotika. Ja. Ja, du brauchst immer noch Antibiotika. Das ist, Scheibe. Oder wir killen dich einfach und... Nein, Quatsch. Gleich haben wir dich geschafft. Yep. Ja, es... Auto besteht ja aus zwei Teilen, also zumindest hier. Einmal Karosserie weg und dann halt den Rest weg. Scheiße, Auto kaputt. Nee, nicht Auto, Dings. Tatsächlich hat man Benzin bekommen. Komische Sache. Realismus pur. Okay. Oh, ist der Dings? Eisen habe ich auch irgendwie bekommen, glaube ich. Ich glaube, er ist so ein bisschen Richtung Weg gegangen. Du brauchst doch nur. Oh, Alter. Ja, ich renn ihm doch von hinterher. Guck doch einfach oben. Ich bin doch schon dabei. Oben aufs Radar gücken. Ja, ich kick doch schon. Ja, ich kann nicht rennen. Warum? Weil meine Ausdauer im Arsch ist. Ich hab noch ein Auto gefunden. Das hat keine Karosserie mehr. Ja, und? Benzinkanister gibt's trotzdem. Ja, nee, ich sag's ja. Meine Ausdauer regeneriert sich nicht. Ist das normal? Ist das bei dem laufenden Männchen die Ausdauer, oder? Dann ist es dir zu heiß, Crazy, wenn du dich regenerierst. Echt jetzt? Mhm. Dann muss ich wohl mal ein Jäckchen ausziehen. Aber ich kann dich beruhigen, wir kommen hier hinten schon wieder in ein etwas anderes Gebiet, glaube ich, rein. Mein Gott, warum finden wir denn nichts? Ey, das gibt's doch nicht. Wir haben wieder eine Map gefunden, wo nichts ist, nur Wüste. Immer noch zu heiß, oder was? Ja, das dauert immer ein Stück, bis das sich senkt. Also nicht denken, das geht sofort runter. Ja, ich kann jetzt auch nicht mehr rennen, glaube ich, oder? Ja, doch, ich kann rennen. Ach, jetzt habe ich einen Brustpanzer, komischerweise, an. Du hast einen Brust, wo hast du den denn? Ach nee, der... Das ist das, so. So. Ah, Kaktus! Ah, noch ein Kaktus! Nee, doch nicht. Ah, geil. Hier ist noch eine Ruine. Das leidest kommt. Einen Hitzeschaden im zweiten Stadium. Willst du mich verarschen? Dem Crazy Size. Ja, wortwörtlich, ne? Du leidest einen Hitzeschlag im ersten Stadium.
Was? Alter, hier überhaupt nichts an. Wir brauchen mal Wasser. Na super, jetzt mal eine Axt. Ich bin durch den Hitzeschlag in 1000 Teile zerfetzt. Ich weiß halt jetzt nicht, wo du spawnst. Das ist das Problem. Ich glaube, du spawnst wieder am Anfang, ne? Das heißt, wir müssten jetzt... Vielleicht auch bei dir. Das heißt eigentlich, wir müssten auf dich warten. Ne? Da, wo ich gestorben bin. Echt? Nee. Du bist gestorben? Nee, gut, dass oder? Du mir zuhörst. Okay, na, wo bist du denn jetzt nur? Ja, du hattest einen Hitzeschlag, aber... Ich wusste ja nicht, dass du... Boah, bist du weit weg. Ja, ich gar nicht. Woran siehst du denn das? Doch, ein ganz kleines bisschen sehe ich. Ja, ich nicht. Also ich bin am Auto am kaputt. Alter, das ist ja am Arsch der Welt. Ja, muss wir sind ja auch schon hier 2 Tage gelaufen. 2 Tage jetzt nicht unbedingt, aber... Ja doch. Tag 2, 15 Uhr, noch was. Na ja, gut, 1 Tag hier laufen. Bin mal gespannt, ob ich die Bienen... Lasse, und hier ist ein riesen Krater. Okay. Ich bin hier in so einem Hitzegebiet. Ich muss hier erstmal irgendwie raus. Weil da laufen die ganzen brennenden Zombies rum. Ne? Brennende Zombie gibt's auch noch. Mhm. Na toll. In den Tüten war nichts drin. Gut. Also ich bin hier bei einer Ruine. Zeigt der mir denn Snoopy nicht an? Nur Onkel und mein Rucksack. Nein, ich bin jetzt, ja, dein Rucksack. Ich sehe ein ganz kleines grünes Pünktchen. Das ich bin jetzt so. Ja, das, der kleine grüne Punkt ist crazy. Ach, leider ist ein Hitzeschlag im ersten Stadium. Ich habe überhaupt nichts an. Du sprintest irgendwo, oder? Ja, muss ich ja. Ich muss hier weg von diesem scheiß Gebiet. Und ich werde nass. Ich hab Schießpulver gefunden. Das regnet gerade. Es riecht mir unerträglich. Ich werd nass und hier ist es heiß, wo ich bin. Wie kann ich da einen Hitzeschlag kriegen? Das macht keinen Sinn. Komm, frag die Entwickler. Da frage ich ja die richtigen. Ja, drum ja. Wie weit ist denn das entfernt? Steht das irgendwo? 1,8 Kilometer seid ihr weg. Mhm. Also weit ist das jetzt auch nicht. Das läuft man ja locker mal am Tag. Aber nicht bei diesem Spiel. Ach so, ja dann. Ja, sagen aber ich laufe so, jetzt, ne? Einfach nur dahin, also ohne irgendwas einzusammeln. Also wenn ich irgendwas finde. Ja, ist richtig, wir warten hier. Ey, ich mach hier Autos kaputt. Ich weiß ja nicht, wo der Onkel ist. Aber ich mach Autos kaputt. Ich hab ein Haus gefunden. Ja? Nee, ne? Okay, dann würde ich sagen... Mehrere wird... sogar. Ach du Scheiße. Ne? 2 Stück. Hä? Was ist jetzt los? 2 dicke, große Häuser. 98 Grad Fahrenheit. Okay, dann... Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, wir gehen in deine Richtung dann. Komm du aber erstmal her. Ja, merkt ich euch mal, wo das ist. Ich renne jetzt zum Onkel. Das müsste dann theoretisch... Da warte mal, du kannst eine Markierung setzen. Osten. Lass eine Markierung. Hallo. Och, wie ging denn das? Bin bei dir. Warte, ich kann eigentlich auch... Warte mal. Ja, wie ging denn Markierung? Das Lustige ist... Huch. Das Lustige ist, dass wir von da kamen, wo du herkommst. Hier, ja, Wegpunkt speichern. Hm. Hä? Haus. Wo finde ich denn hier Stein? Oh, ich habe jetzt da ein Haus hingesetzt. Steinschau. Ja, hast du gut gemacht. Wofür brauchen wir die denn? Hier sind aber auch Ruinen, also. Aber hier ist halt. Ich weiß nicht, ob das so sicher ist. Weil hier ist halt überall verglühte Scheiße. Ach so, das ist in so einem verglühten Gebiet oder was? Ja, deswegen. Deswegen kriegst du einen Hitzeschaden. Ja, ja. Aber da ist auch eine Straße gleich daneben. Na, mach mal du, setz mal dort deinen Punkt und dann guckst du mal, kommst du mal zu uns. Hab ich ja schon.
kann man ins Auto reingucken. Da ist ja irgendwas drin, irgendwas. Eine Spitzhacke. Ihr könnt zum ersten Mal eine Eisenspitzhacke, ich glaub's ja nicht. Boah, sag ich dir zu sagen. Zombies. Guten Tag. Snoopy. Snoopy ist nix Zombies. Scheiße. Was denn? Zombies. Boah. Alter, weißt du, wo du hin willst? Ja, ich muss erstmal den Zombies ausweichen, dass ich die nicht in die Arme laufe. Ich meine ja hier den Onkel. Der rennt links, der rennt rechts. Ich laufe hier einfach ein bisschen weiter auf dem Crazy. Weil so weit weg ist er auch nicht, wenn ich auf der Karte gucke, so weit weg ist er nicht. Hier gibt's eine Karte? Ich kann halt nicht dauernd rennen, das ist mein Problem. Ja, das ist doch klar. Da liegt irgendwas. Weiß ich nicht. Leerer Müll. Super. Ja, super. Wir sind noch 1,4 Kilometer, ich bin gerade mal 400 Meter gelaufen. Hier ist ja noch eine Hütte. Alter, wie viele Hütten sind denn hier? Ich glaube, ich bin in irgendeiner Stadt. Ja, ich bin in der Stadt. Da drüben ist noch eine Hütte. Ja, das haben wir uns markiert. In irgendeiner Stadt. Da ist eine Fabrik. Alter, leck mich am Arsch. Ja, das merken wir uns, da gehen wir dann looten. Da gehen wir dort, suchen wir dort in der Nähe irgendwo ein Gebäude oder so. Wollen wir da jetzt nicht hingehen? Nee, hier liegt ja noch sein Rucksack rum. Ach so, weil das ist ja scheiße. Können wir den nicht mitnehmen? Ja, ich glaube nicht, dass wir den Platz für die Sachen haben. Nee, der ist ziemlich voll. Ich bin ziemlich leer. Logisch. Was? Wie was? Ja, wie hast du das geschafft? Wie schaffst du denn das, dich leer zu machen? Also ich bin fast immer voll eigentlich, weil ich jeden Scheiß mitnehme. Weil man ja alles irgendwie gebrauchen kann. Ja, da hinten fährt ein Auto. Da fährt ein Auto? Vielleicht sieht er noch eingeboren. Ist stehen geblieben? Es ist kaputt. Ich glaube, der Zombie will zu uns. Ja, das schießen ja schon an. Okay. Jetzt läuft der wieder weg. Oh, ich habe hier was gefunden. Hier können wir uns verbarrikadieren. Sehe ich gerade. Das ist so eine richtige Festung. Ist er nur tot? Ja, Festung jetzt nicht unbedingt, aber. Ja, komm, beweg dich hierher. Wir stehen die ganze Zeit an der Stelle und warten auf dich. Ja, ich laufe nur die ganze Zeit. Ich kann doch nicht dauernd rennen. Wo ist der denn? Ich lauf doch schon wie so ein Blöder. Kann ich nichts dafür, wenn das so lange dauert hier, wenn ein Kilometer sich hier anfühlt wie drei Meilen. Warte mal, was du das wieder machen könntest, Snoopy, komm. Wenn Crazy. Ach, warte mal, Crazy, du rennst dann an der Dings vorbei, an der Absturzstelle, apropos. Da kannst du dann gleich mal vorbeilaufen. Ich hab doch nur eine Axt. So, was wollen wir machen? Onkel. Was hast du vor? Jetzt bin ich von diesem Wir ja, zur weg. Zeit einfach nur warten. Wir können ja hier Sträucher sammeln oder so. Noch ein Kilometer. Also die 800 Meter haben wir schon mal hinter uns. Muss so, ich hier einen riesigen Berg hoch. Und der Tag ist schon wieder gleich zu Ende, ne? Nee, er ist es. Ich krieg immer Panik, wenn ich einen sehe. Ja, siehst du, wir können ja Steine sammeln und so. Hier glitscht ein Zombie auf dem Berg rum und ich komme da nicht hoch. Tja, da. Ich muss außen rum. So ein Kack. Moment, ich muss wieder eine Axt ausrüsten, dass der nicht das selber macht, ne? Wäre ja zu einfach. Ja, Moment, jetzt hier runter und dahin. Du isst ja auch nicht von alleine, oder? Ja, klar ist ich von alleine. Ja, natürlich. Du nimmst auch das Essen in die Hand, oder? Und schiebst es dir in den Mund. Geht auch nicht von alleine. Gut. Also Steine haben wir gleich genug, ne? Kann nie genug sein. Okay, ich hab nichts gesagt. Das. Einmal außen rum hier und diesen. Oh, ich hab Durst. Woran sieht man da. Das ist so ein Kopf mit so einem Glas davor. Im Hut. Links bei der Energie unten. Da hab ich 0%. Oh, da würde ich mal was trinken. Das sind diese Glasbehälter. Okay. Die kannst du auswählen, dann tust du wieder mit L2 tust du trinken. Ach Onkel, ich habe hier genau dasselbe Biom, wie wir die ganze Zeit gelatscht sind im Prinzip. Da hinten ist noch ein Zombie. Oder? Ja. Das ist ein Kaktus.
Da dort bewegt sich ein Hörstein. Ich glaube, ich bin gleich bei euch. Ja, noch. Aber du musstest doch an der Absturzstelle vorbeigekommen sein. Abwurfstelle. Hm. Komisch. Keine gesehen. Ja. Mami. Mami? Kann man nicht denn hier schießen? Zombies. Ja, aber. Geil, okay, er hat mich zwar registriert, aber. Ich kann jetzt schon diese etwas anderen Knüppel herstellen. Das ist toll. Ich kann jetzt schon den Metallknüppel herstellen. Juhu. Ja, ich habe eine Spitzhacke. Ich habe, glaube ich, auch einen Metallknüppel. Aber was ich immer noch brauche, ist dieser Holzknüppel. Ja, dann bauen wir doch. Bauen wir doch. Wenn ich ihn finden würde, ne? Drückst Vierecke und dann oben bei den Messer drückst du drauf und dann hast du unten diesen Holzknüppel. Ja. Weil Messer sind Waffen. So, ich hab wieder Benzin gesammelt. Knüppel sind Waffen, meinst du? Ja, boah. Messer. Messer sind aber auch Waffen. Ja, ja. Ich bin gleich da. Ja, ja, dann. Sind doch 0,5. Knüppel. Blute. Wieso blute ich denn auch die scheiß Mini-Kakteen? Wo ist denn der Holzknüppel? Die du immer nicht siehst, weißt du, diese kleinen Kakteen. Knochenklinge und tralala. Gibt's da mehr Seiten von? Ja. Tatsächlich. Gott, ja, das, was du bauen kannst, wird immer vorne. Es gibt auch noch sehr, sehr, sehr viel, die gar nicht in der Liste, sehr viele Sachen, die gar nicht in der Liste stehen. Die lernt man dann durch irgendwelche Blueprints und sowas. Die muss man sich dann durchlesen. Bücher und so. Ja, irgendwelche Waffen. Ach, da ist ja der Holzknüppel. Nee, das ist ein Holzbogen. Moment. Ja, das, was du bauen kannst, was immer vorne weiß direkt angezeigt. Und nicht grau wie das andere Zeug. Weil das, was du nicht bauen kannst, ist grau. Und was du bauen kannst, ist weiß. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Das ist immer direkt am Anfang, was du bauen kannst. Du gehst Richtung deinen Rucksack, oder? Ich geh beides irgendwie. Zombie da unten. Also ich sehe eure Pfeile schon mal. Immer besser als vorher. Jetzt sehe ich sie auch so richtig. Aber ich gehe auf jeden Fall jetzt Richtung Rucksack. Autsch. Hast du den gerade one-hitted? Ja, ja. Cool. Ja. Diese blöden Kakteen, ey. Der Metallknüppel, der ist Gold wert. Ja. Hammerio. Doch der hier, oder? Ja, genau. Und da immer schön auf den Kopf ziehen, dann hast du nach mindestens, naja, ich sag mal, 3 Schlägen auf dem Boden. Okay. Dem, dem, dem. Crazy Lift hat uns vorbei. Gleich da sein, Alter. Das gibt's auch. Bin froh, wenn ich. 0,1 Kilometer seid ihr entfernt, also ihr seid bei mir so gesehen. Ja, ja. Oder ich bei euch. Naja, du musst bloß deinen Rucksack mal holen. Wo kriege ich denn Federn her? Aus Nestern. Genau. So, mein Rucksack. Wieso wird denn der immer noch angezeigt? Warte mal, ich hab gar keine mehr. Ach, da ist noch was drin. Ja, ich muss noch Pfeile craften. Hier ist ein Nest. Das kann ich mal wegschmeißen. Na toll, was krieg ich? 2 Eier. Kann man die braten? Ja. Cool. Ja, besser als Minecraft. Da kannst du keine Eier braten. Ja, es ist sehr verbuggt und sehr dings, aber es ist doch sehr, sehr realistisch gehalten. Das muss man schon mal sagen. Du musst doch auf zum Beispiel Statik und sowas achten beim Bauen. Renn doch mal, Junge. Du musst beim Bauen zum Beispiel auf Statik achten, weil dann sonst kracht das ganze Haus zusammen. Cool. Ich hab gerade eine Dose Chili gegessen. Ist das gut? Ja. Wenn du Schärfe verträgst. Ja, ich denk schon. Alter, warum haben jetzt schon wieder Schmerzen? Weil du über Kaktus gelaufen bist. Oh, das ist ein Idiot, ey. Macht der alles, was mit dem sagt? Crazy, ja, kriegst du es hin? Ja. Ja, ich habe ja schon alles eingesammelt. Ich muss mich nur noch anziehen. Ach, hier ist er ja. Crazy. Der Crazy ist da. Juhu, juhu. Hallöchen, Pöbelchen. So ein ganz erwarteter Part. Warum ich ein Hitzeschlag gestorben bin, ja, es bleibt ein Phänomen. Keine Ahnung, auf jeden Fall war es ein Hitzepart. Und ja, morgen wird es ein weiterer Dunkelpart. Oh ja. Morgen, das nächste Mal, meine ich. Ja, ne?
Ja, und... Da. Bin ich wieder hübsch. So, Snoopy, du darfst? Was? Ich rauche? Nee, du darfst. Der Abmut. Was? Abmut machen. Ah, hab ich doch. Ja, dann, hast du doch gerade gemacht. Ich? Nein. Ja, doch hast du. Nein. Ich hab nur, ich hab dich nur mit einem Zaunpfahl auf den Kopf geschlagen, dass die Zeit zu Ende ist. Aber du hast doch schon gesagt, bis zum nächsten Mal. Also denn, schüdelö. Jo, tschüss. 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 Ja, okay. Da haut er mir mit dem Knüppel auf den Kopf. Wer hätt's gedacht? Nee.